Demon's Souls. Ich bin der Mascha und ich begrüße euch zu einem neuen Let's Play Projekt, nämlich Demon's Souls. Und wir beginnen direkt mit einem neuen Spiel. Ja, und das ist tatsächlich nur Part 0, in der wir uns rein um die Charaktererstellung kümmern und uns dann erst im nächsten Part der Story widmen, direkt dann natürlich auch mit dem Intro. Das übrigens ziemlich cool ist, muss ich sagen. So, da beginnen wir mal mit den Namen. Wir nennen ihn natürlich unseren glorreichen Ritter Horst. Er ist zurück aus Dark Souls. Nein, Dark Souls hieß man natürlich tatsächlich Moscher. Aber damals der Gag war da. Und jetzt ist er auch wieder da. So, wir haben hier wieder verschiedene Klassen zur Auswahl. Wie zum Beispiel den Soldaten, der typische Nahkämpfer. Der Ritter, der etwas stärkere Nahkämpfer, wenn ich das mal sagen mag. Ist zumindest dicker gepanzert. Es gibt noch einen Jäger, also der typische Bogenschütze, was ich nicht mag, denn Bogenschützen brauche ich nicht. Priester, also quasi der Heilkundige, ein normaler Magier. Es gibt noch einen Vagabunden, der sieht so ein bisschen aus wie, ja, wie ein Bandit oder irgendwie sowas. Ein Barbar. Ja, also vom Aussehen her erinnert der jetzt schon sehr stark an, also nicht an Coden, weil dafür ist er viel zu schmächtig, aber er erinnert mich ein bisschen an den Bettler aus Dark Souls, nur halt mit etwas mehr an und nicht so ausgeglichen. Es gibt noch einen Räuber, also auch eher auf Geschicklichkeit ausgeht, also auch wieder mehr ein Dieb, hat viel Glück. Templer, ja, auch so eine Art Ritter, nur mit Hellebarde und komischem hässlichen Helm. Ein Adligen, ja, was er ist, weiß ich nicht so ganz. Ein Soldat, da sind wir wieder einmal durch. Ich will gerade überlegen, welche Klasse wir überhaupt nehmen sollen. Aber bevor wir das machen, kümmern wir uns natürlich erstmal ein bisschen um das Aussehen, weil das gefällt mir hier so gar nicht. Ich mache ein bisschen älter. Und ein bisschen männlicher. Igelfrisur geht mal gar nicht. Wir machen einfach mal den Mittelscheitel. Ja, es gibt noch Gewalt, ja, und so komische andere Sachen wie einen komischen Pferdeschwanz. Oh. Captain Bika. Stapelfrisur. Sieht irgendwie sehr komisch aus. Naja, wir bleiben aber einfach mal bei mittellang. Und die Farbe, oh, weiß ich, ganz interessanter, dunkelbraun Details. Hier können wir auch wieder jede Menge machen, wie zum Beispiel die Augenfarben, die sind mit deutlich zu blau. Hallo? Ah. Ah, hallo? Lederhaut? Ledernacken. Hallo, Ledernacken. Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, warum auch immer. Wenn ich Lederhaut ändere, warum sich dann auch immer die Augenfarben ändern? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Soll mich aber auch gerade mal nicht stören. Wir machen ihm natürlich wieder mal einen Bart. Ein bisschen etwas rötlichere rein. Etwas dichter. Oh, das ist vielleicht ein bisschen zu dicht. So. Koteletten. Können wir eigentlich rausnehmen. An dem Mundbereich vielleicht ein bisschen, vor allem den Kinnbereich etwas stärker. Ja. Ich mache hier ein ganz klein bisschen weiter in die Dichte rein. So, ah ja, so fangen wir langsam an, ein bisschen durchzuscheinen. Machen wir mal so. Oberlippe, jo. So, können wir so lassen. Die Haarfarbe ein bisschen mehr Rotton, damit es etwas bräunlicher aussieht. Wunderbar. So bin ich beim Aussehen schon mal ganz zufrieden. Geht ja ganz schnell. Ging ziemlich schneller als damals in Dark Souls. Ja, Demon's Souls ist quasi der inoffizielle Vorgänger von Dark Souls, also nicht der Nachfolger, weil der Nachfolger ist ja Dark Souls, auch wenn es nur inoffiziell ist. Und der sieht es ein bisschen als Vorbereitung zu Dark Souls 2, was uns ja im März erwarten wird, natürlich dann auch wieder bei mir auf dem Kanal. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das Spiel wird, denn ich freue mich schon wie ein Schnitzel drauf, ihr glaubt es gar nicht. Und ja, hier möchte ich so ein paar Sachen testen, die... Wie zum Beispiel den Kill-Counter, den hatte ich ja in Dark Souls, falls ihr euch daran erinnert. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr ihn fandet. Ich werde ihn diesmal etwas dezenter einsetzen. Nicht mehr ganz so offensichtlich wie bei Dark Souls, dass auch die ganze Zeit oben irgendwie rumschwirrt. Das mache ich nicht. Vielleicht am Anfang mal und wenn wir sterben, mal kurz aufblenden und am Ende der Folge vielleicht nochmal für ein paar Sekunden einblenden. Irgendwie sowas in der Richtung. Werde ich mir aber mal noch überlegen, vielleicht sterbe ich auch gar nicht, da brauchen wir auch gar nicht. Und ich würde sagen, mit Ritter Horst legen wir beim nächsten Mal los. In Folge 1. Direkt natürlich am Anfang mit dem Intro. Bis dahin, euer Mascha. Ciao, ciao.